So, und willkommen zurück bei Diablo 3. Und wir haben soeben die Leiche von Hedricks Lehrling. Hedrick, der Schmied, sucht seinen Lehrling und wir haben gerade seine Leiche gefunden, der ich ja gerade ein bisschen den Nacken kraule mit dem Mauspfeil. Guck mal. Oh, hihi. Na, der macht nicht mehr viel hihi. Pass auf, bevor wir den jetzt mal anquatschen, also anstupsen, muss ich mir mal ganz kurz... Oh, ich habe mein 20er-Schild zwischendurch gefunden. Warte mal, aber ich will diese robuste Tage haben. 57 Rüstung, mein lieber Freund. Mein lieber Scholli. Und eine Eiferbreitaxt, die muss ich leider auch mal mitnehmen, ganz kurz. Ich beeile mich hier auch gerade. Ich habe aber auch was für dich gefunden, theoretisch, und zwar eine meisterliche Holzaxt mit 11,5 Schaden pro Sekunde und einem Bonus plus 1 vom Maximalschaden. Cool. Die könnte auch was sein für dich, oder? Ich werfe sie dir mal vor die Füße. Wie viel Schaden hat die? Warte. 11, irgendwas. 11,5, das ist super. Ah, das ist eine Zweihandaxt leider. Ach so. Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Naja, egal, komm. Soll ich mal den Lehrling anstupsen gerade? Guck mal hier, ich habe auch noch einen Zweihänder mit 12,1. Nee, behalt den mal. Verkauf den mal später. Weil Zweihänder mache ich nicht, wegen Rüstung und so. Ich quatsch mal eben hier den Hedrick an, ne? Den ich schon wieder am Kraulen bin gerade. Alles klar. Oh. Okay, war ja nett. War sehr episch. Ach. Und ich glaube, jetzt geht's los. Aufheben. Ich friere euch ein, ihr Dreckschweine. Ein kurzer Tipp übrigens. Wenn du auf Shift klickst, ne, dann bleibst du an Ort und Stelle stehen und wo du hin drückst, greifst du an. Ah. Das heißt, du läufst dann nicht mehr im Kreis rum, sondern kannst gerade mit deinem Froststrahler hier so ein bisschen zirkular gehen. Probier mal aus. Frosten sozusagen. Genau, einfach Schockfrosten rundum. Sind wir denn hier bei Bofrost? Ich mache einen Lieferservice auf. Schreien der Gunst. Oh, da gehe ich mal ganz kurz. Warte. Muttis klatschen. In die Hände vor lauter Aufregung, weil wir Diablo 3 spielen. So. Ich habe hier auch noch wieder was bekommen. Ich muss mal gerade mal gucken. Hier sieht's aus wie ein Schrottplatz übrigens. Ja, wir müssen noch andere Zeug wegwerfen, weil wir völlig überladen sind immer, habe ich das Gefühl. Wir könnten ja eigentlich auch mal in die Stadt zurücklaufen und was verkaufen. Ich laufe mal ein bisschen hier nach unten, ne? Nur mal so gucken. Ich komme. Ist jetzt nicht so aufregend hier gerade. Ach, da drüben wird's aufregend. Da sind wieder zwei Muttis. Dr. Frost ist zurück. So. Nur während der Sprechzeiten. Ich müsste aber meinen anderen Skill ausprobieren. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Ich vergesse das irgendwie immer. Aber braucht man ja auch nicht so richtig, ne? Nee, geht. Also ich mache den Betäubungs... Bei mir ist ja hier das Aufstampfen, das mit dem Betäuben. Das mache ich schon des Öfteren mal, wenn sich ein Grüppchen bildet. Das ist die Frostnova. Ist auch gut eigentlich. Wenn ja. Leute bei dir gerade nah dran sind, haust die mal raus. Ich bin ja mittlerweile zu so einem Eismagier geworden. Langnese, Magnum Mandel hier, für euch frei Haus. Und Schock. So, komm. Bam. Ach, guck mal, da kann ich die Kompletto einfrieren. Geil. Lohnt sich wahrscheinlich bei starken Gegnern. Das ist geil, die so wegzusmashen übrigens. Finde ich irgendwie cool. Wollen wir mal ganz kurz zurück nach Tristram und Sachen verkaufen? Ja, machen wir. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das mal ganz kurz in Angriff nehmen. Ich kann langsam auch nicht mehr schleppen. Ich habe schon 20 Zweihänder oder sowas bei mir in die Hosentasche gesteckt. Du müsstest langsam auch mal Muckis kriegen, wie der Barbar. Der hat auch nur Muskeln, weil er Sachen klaut die ganze Zeit. Wo ist denn hier der... Ach, da unten ist der Händler. Ach, deiner ist doch eh hier voller Anabol. Der hat doch gar keine echten Muskeln. Ich kann doch genauso viel tragen. Naja. Überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach. Ich hab grad einen Elfer... Ah, der Quatsch. Ich hab grad eine Elfer irgendwas verkauft. 6,7. 2,8, das war die Zweihandaxt. Okay. 8,4, 6,5, 7,1. Wenn dir aber ein Fehler passiert, kannst du die auch rückkaufen. Ja, da habe ich gerade geguckt. Extra nochmal. 9,1. Oh, jetzt habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht. Wo ist denn die robuste Lederhose? Die würde ich mir gerne an den Unterleib schmiegen. Boah, was wir alles dabei haben wieder. Wahnsinn, was man hier findet in so einer kurzen Zeit. Vor allem so viel Gelumpe auch. Ja, eigentlich nur Gelumpe, ne? Ja, lohnt sich teilweise schon gar nicht, das überhaupt mitzunehmen. Außer bei blauen Items halt. Ja, 3 Gold ist eigentlich ein Witz, ne? Ja, ist es auch.
Also ich meine, die droppen ja teilweise 20, 30 Gold. Das ist eine Unverschämtheit. Die verhöhnen uns. Die Waffen, die dir anbieten oder Rüstungsteile, sind aber auch nicht gerade toll. Nee, das ist Mumpitz. Das lohnt sich gar nicht, da was zu kaufen. Vielleicht später. Spar dein Geld. Das werde ich tun. Und folge mir in Richtung des Friedhofs. Hain des Wehklagens. Ich kenne nur Hain blöd. So, hier haben wir noch einen Baumstumpf. Der stört mich, der ist im Weg. Danke für die 5 Gold, ne? Ja, immer gerne. Weißt du, kannst du abarbeiten später. Also, im Redaktionsbüro. Ich sag dazu... Nee, bevor hier wieder irgendwelche Bilder auf Facebook kommen... Nee, nicht wieder Brokeback Mountain und nee, so. Nee, bitte nicht. Das muss nicht. Muss nicht singen. So, toll, jetzt habe ich Sachen verkauft und sammle hier wieder den ganzen Schrott ein. Blöd wie ich bin. Warte mal, hier hinten kommt noch ein Baumstamm. Einfach mal so richtig schön drauf. Hast du es bei Diablo 1 oder 2 auch so gemacht? Immer alles erkunden, alles kaputt schlagen, bloß alles mitnehmen? Ich muss ja sagen, ich habe Diablo 2 fast immer nur auf LAN-Partys gezockt, die ja damals noch ziemlich aktiv waren. Macht man heute kaum noch, heute trifft man sich ja eher online. Außer wir halt, wir sitzen jetzt auch hier nebeneinander und zocken eine Runde. Und da bin ich ewig immer durch die Pampa und habe rumgemetzelt und gequatscht mit Freunden und du kennst das ja. Natürlich, das ist lange her. Ja, bei mir auch ziemlich lange her, obwohl Diablo 2 ja auch bis in die heutigen Tage eifrigst gespielt wurde, ne? Also, er freut sich immer noch an einer riesen Fanbase, das Spiel. Also Blizzard, man kann sagen, was man will und Hype hin oder her, aber Blizzard hat's einfach drauf, süchtig machende Spiele zu kreieren. Das ist einfach ein Fakt. So, jetzt sind wir hier wieder am Friedhof der Verlassenen, aber wir sollen... Ach Mensch, wir sind nicht allein! Oh doch, sind wir ja. Wir sollen unterhalb des Friedhofs der Verlassenen... Warte! Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha! Die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Ach, der arme Totengräber. Naja, scheiß auf den. Genug Wut. Ach, ich brauche mehr Wut. So, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Krypten zur Auswahl, in die wir hinein können, wenn ich mich recht entsinne. Ich war tatsächlich schon mal so weit. Die entweihte Krypta. Hinein. In die gute Stube. Ja, so gut sieht die Stube ja nicht mehr aus. Da hätten sie mal eine Putzfrau engagieren können. Oh, du hast mir da hinten gerade 17 Gold beschert. Oh, Vorsicht. Albtraumhaft. Ja, dann will ich mal wieder frosten. Sie haben was bei Bofrost bestellt? Komm jetzt mal die 1 hier. Bam. Geil. Wach, Mann. Hört auf, mich zu vieren. Auf die Schnauze. Ich glaube, es geht los. Wieder mal ein Massaker veranstaltet. Diese Lümmel, warte mal, ich hole mal ganz kurz, weil ich so goldgeil bin, habe ich mir gerade nochmal die Penunsen hier vom Eingang geholt. Schön, ja. Wie dein Dolch leuchtet übrigens in der Dunkelheit. Obwohl ich das ist hier, wie heißt der noch? Stich. Kennst du Stich noch? Stich? Aus Herr der Ringe. Ach so, ich dachte Michael. Michael, genau. Ach Mensch, was willst du denn? Der Lümmel. Hier auch noch wieder so ein paar mutierte Kanalfrösche. Sehen echt aus wie Laubfrösche, ne? Warte mal kurz, bevor der jetzt runterstiefelt, guck ich mal hier hinten nochmal. Komm mal eben, wo bist du denn hin? Moment, ich bin hier gerade im Kampf hier vorne. Brauchst du Hilfe? Es geht, ich mach die auch so platt. Dann geh ich jetzt auch... Oh, warte, ich hab neues Wissen, warte. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Die Kobolde haben die unangenehme Eigenschaft, wenn man in den Kampf gegenübersteht,
Die holen sich dann noch Verstärkung. Das heißt, wenn man die angreift, laufen die feige davon und holen dann noch eine andere Monstergruppe. Und die reisen auch selber sehr gerne in Rudeln herum. Leprechauns. Ja, die sind richtig ätzend, die kleinen Biester. Oh. Lady Dunhild habe ich hier. Warte mal, ich quatsch die mal an. Grabräuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Neues Ereignis. Durchsucht die Bestattungsrune nach den Knochen von Lady Dunhild. Die Knochen der Matriarchin. Gut, wollen wir hier direkt mal... Komm, nehmen wir mal hier. Ach. Oh, 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 Lord Dunhild, Trugbild der Pein. Alter. Nehmt das. Ja, ja. Hua. Na, das kann ja heiter werden. Das war also die falsche Krypta. Benutzt man nicht den Stein, da kommst du nämlich zurück auf den Friedhof. Wir müssen jetzt drei Krypten absuchen. Und dann schauen wir mal. Es ist doch sowieso die letzte, wissen wir doch sowieso schon. So, mal, nochmal eingefrostet hier die ganzen. Hervorragend. Ah, hält aber nicht lange vor. Ich könnte nochmal den hier machen. Ihr dreckigen Bestien! Yeah! Da ist noch einer. Staub zu Staub. So, letzte Krypta. Ich wette, hier sind die Knochen. Und abermals greift Lord Dunhild an. Nochmal weggeschockt hier. Ja, der schöne Frostangriff hier. Ja. Folgt alle frei aus. Schön. Ich sehe manchmal die Hand vor. Achso, warte, warte, warte. Wir müssen ja zu Lady Dunhild. Da unten hängt die rum. Die chillt da ein bisschen, die mir sagt, wie es aussieht. Ereignis beendet. 2600 Erfahrungspunkte, 400 Gold und noch eine Menge mehr, wie es aussieht. Nehme ich gerne. Oh, eine Targe. Warte, ich guck mal ganz kurz, was man so im Inventar hat, weil da haben wir schon lange nicht mehr gecheckt. Die rotzen hier die ganze Zeit rum. Ich habe auch ein paar neue Gegenstände gefunden, so beispielsweise eine schöne Tunika, ein Lederwams sogar, der ja mir mehr Erfahrung gewährleistet. Ich habe jetzt auch einen Helm mit mehr Erfahrung und Handschuh mit mehr Erfahrung gerade gefunden. Ach nett. Das ist schon nice. Einem geschenkten Gaul? Schaut mal nicht in die Halskieme. So, 7,26, ansonsten 2, 14, ja komm. Ziehen wir weiter. Ich glaube, wir haben noch nicht alles erforscht, oder doch? Also hier haben wir alles erforscht. Da können wir theoretisch zurück zu diesem Friedhof brettern und uns teleportieren. Aber das wollen wir ja nicht, oder? Nee, warte mal. Lass uns mal ganz kurz nochmal die Krypta ablaufen. Und dann müssen wir nämlich nach dem Altar des Ketzers suchen. Guck mal, hier haben wir noch Sachen übersehen. Steintruhe. Das können wir nochmal schnell machen. Oh, ein edler, einfacher Dolch. Ein loser Stein. Hier ist noch Gold für dich, mein Freund. Glaube ich zumindest. Ich sehe es ja nicht, was da für dich droppt. Ein Gold war es genau. Wow. Das ist ja fantastisch. Wenn ich diese Ohren hier zerschmettere, komme ich mir vor wie bei IKEA. Ach, guck mal. Boah, das geht echt rapzap und die Viecher müssen dran glauben, ne? Richtig, eine Sackgasse. Ich glaube, wir verlassen die Krypta einfach mal wieder, ne?
dann lass uns mal zurück auf den Friedhof gehen und den Altar des Kanzlers suchen in der nächsten Folge Diablo 3. Bis dann, liebe Abenteurer.